Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Mario Kart 8 und im letzten Part haben wir jetzt schon den ersten Grand Prix von der 150er-Klasse anbekommen. Ihr seht es da unten, den Pilz Cup. Okay, wir haben da nur einen Stern bekommen. War ein blödes Aufeinanderprallen in der letzten oder vorletzten Runde. Okay, wir haben so ein komisches Motorrad-Bike bekommen. Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob Motorräder vielleicht schneller sind als Autos. Könnte theoretisch sein. Also ich habe jetzt ihn mal als Vergleich. Ich könnte mir auch so ein Motorrad vorstellen. Aber ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, welches ich da nehmen soll. Dies hier hat Handling, Gewicht, Beschleunigung. Das hat kaum Haftung. Also da wird es echt schwer, was auszusuchen. Könnte sonst mal das hier nehmen, aber ja, probieren wir es einfach mal. Werden wir mal versuchen, hiermit glücklich zu werden. Vielleicht funktioniert es ja. Wir nehmen den Blumencup. Ich bin noch nie mit dem Motorrad hier bei Mario Kart gefahren. Auf der Wii bin ich nur noch damit gefahren zum Ende hin, weil das auch ein bisschen anders war mit der Steuerung und ich habe da auch mehr auf Automatik gesetzt. Hier mit dem manuellen Driften wird es jetzt definitiv schwerer, schwieriger und interessanter vor allen Dingen. Marios Piste, ich denke, sollte uns doch bekannt sein, wer die Erkennung noch nicht kennt, also die Intro-Vorstellung, der, wow, okay, der schaut doch mal bitte in die 100er Cup-Serie, da sind die, glaube ich, alle gegeben. Jetzt habe ich genau den Charakter vor mir, den ich vorhin gefahren habe. Wow. Ich muss auf die... Wow, so ein Motorrad fährt sich doch definitiv anders. Boah, hat der versucht, mich abzuschießen, der Hund. Na komm. Also, Motorrad fährt definitiv zielgenauer. Das muss ich schon mal sagen. Also, das liegt besser... Also, enger in den Kurven. Ich lieg damit sehr viel enger in den Kurven. Nein. Hier geblieben, Mario. Hier geblieben. Nein. Kann man irgendwie auf einem Rad stehen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Darf ich mal, Mario? Wow. Das war doch genial. Mit der roten, dann die Piranha-Pflanze und dann klaue ich ihm auch noch, ja, nett. Immer auf die kleinen. Also ich muss definitiv noch lernen, mit dem Motorrad umzugehen. Das ist... Also die Kurven fahre ich jetzt komplett anders an. Die kann ich viel enger fahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, es ist schwieriger, aber das Fahrfeeling ist komplett anders. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen langsamer bin. Das war jetzt nicht so gut. Ich pack die mal hinten dran zum Dodgen. Da er so nah ist, der Mario wird da bestimmt irgendwas in der Richtung versuchen. Ja. Also bis jetzt läuft es ja. Beim Motorrad ist es so, ich... Nicht schon wieder! Verdammter Mist. Ich konnte noch nicht mal was mit der Grün anhaben. Mist, 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 Mist. Okay, Motorräder sind doch nichts für mich. Diese Feststellung musste ich mir aneignen. Oder vielleicht sind sie was für mich, aber... Also normalerweise war es so, beim Motorrad, beim Auto konnte man ein bisschen mehr die Richtung verändern. Da konnte man auch ein bisschen... noch die Kurve anders nehmen. Also wenn ich zum Beispiel den Drift angesetzt habe und ich habe gegen die Kurve gelenkt, also es war eine Linkskurve, ich habe nach rechts gelenkt, kam ich auch ein Stückchen weiter nach außen. Hier ist es wirklich so, ich fahre eigentlich, bleib auf meiner Linie und kann nur weiter nach innen ziehen. Dann würde ich mal sagen, das ist fast typisch Motorrad, aber das hilft mir natürlich wenig weiter hier bei Mario Kart.
man kann natürlich dadurch die Kurven so richtig schön eng fahren. Also hier habe ich ja sonst immer Probleme gehabt mit meinem Auto. Das habe ich jetzt hier nicht mehr. Ohne Frage, aber... Ich wollte knapp dran vorbei, verdammter Mist. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber... Darf ich mal, Luigi? Jetzt aber... Oh, 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 oh. Genau das habe ich gedacht. Ja. Hier geblieben, Luigi. Das ist immer noch mein Parcours hier, ne? Wow, bisschen zu eng. Ja, so kann man auch abkürzen, mal ganz ehrlich. Das ist... Nein, die dodge ich. Ich bin zwar nicht ganz so heller, aber so bekloppt bin ich dann auch nicht. Schade, ich wollte eigentlich auf so einen Wagen mal landen. Aber Luigi ist zu weit hinter mir. Aber besser Luigi als Mario, der... Nein! Nakito, hilf mir! Luigi. Ist da einer hinter mir direkt auf die Bananenschale gefahren? Das gibt's doch nicht. So, er fährt da link. Mario, ist klar. Oh, jetzt ist dieser andere vor mir. Nein, 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 nein. Da muss ich ganz schnell, wollte gerade sagen, ganz schnell weg. Da habe ich nämlich überhaupt keine Lust drauf. Mein Gott, jetzt rase ich aber hier von einem Beschleuniger zum nächsten. Aber wir haben es geschafft, immerhin Erster. Schade eigentlich, dass ich im ersten Rennen jetzt nicht Erster wurde. Das ist... ärgerlich. Jetzt gehen mir nämlich wieder die 3 Sterne flöten. Also ich weiß schon, warum ich gesagt habe, dass ich die 3 Sterne nicht hier live mache im Let's Play. Das wäre viel zu viel Arbeit. Was heißt Arbeit? Für euch wird es nur ein Part sein, definitiv. Aber für mich sind das dann mehrere Versuche. Und für diejenigen, die in der Let's Play-Branche sind, die werden definitiv wissen, dass es viel Zeit kostet, ein Let's Play zu produzieren. Wir reden jetzt nicht von der Renderzeit oder sonst irgendwas, sondern... einfach nur davon, das aufzunehmen. Ich wollte schon sagen, ich habe hier Heimvorteil, aber das ist der Luigi Villa und der ist auch direkt hinter mir, ey. Nein! Ich habe die falsche Taste erwischt. Oder eher gesagt, ich habe falsch eingelenkt. Das ist doch nicht wahr. Mit was für ein Glück die Grüne mich getroffen hat. Mann! Ich erwische jetzt auch keine Kurve mehr, ne? Raus du wohl ab mit deinen komischen Bananen da. Oh, ich bin Erster. Ich bin Erster! Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich bin Erster! Ah, ich hätte mir den Pilz hierfür aufheben sollen. Dann hätte ich zum ersten Mal die Abkürzung fahren können. Ja, also Motorrad muss man ganz anders driften. Ihr seht ja schon, dass ich oft genug hier gegen die blöden Mauern fahre. Mann, ja, noch eine Grüne hinterher. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Jawohl! Ach, komm schon. Luigi, fahr rein! Du sollst da reinfahren! Blöder Luigi! Ich krieg dich noch, ohne Frage. Ja, mein Gott!
Was sind hier für Bananen? War Donkey Kong am Werk oder was? Hau mal ab. Nein! Das ist doch nicht wahr. Mann! Sag mal, was trifft mich denn noch alles hier? Ich komme jetzt noch nicht mal mehr klar hier unten. Komm, überholt mich dann noch irgendjemand. Ich will hier nur einfach oben landen. Danke. Darf ich mal eben... Nein! Jetzt gib Gas. Ich will hier nicht noch letzter werden oder so. Nur vierter, ey. Gibt's ja gar nicht. Nein, Mario ist vorbei. Das wird eng. Das wird sehr eng. Wir müssen definitiv erster werden, sonst schaffe ich es ja noch nicht mal im letzten Rennen hier meinen Grand Prix zu beenden. Als erster. Verdammt, dass das so anstrengend wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es liegt definitiv am Motorrad, dass ich das hier ausprobiert habe. Ich muss es nachher wieder auf meinem Kart umsetzen. Darf ich mal Luigi? Danke. Vor allem, ich habe mir das ganze Fahren mit dem Kart eingeprägt und schade, ich wollte Luigi gar nicht wegkriegen. Wenn ich jemanden wegkriegen will, dann ist das Mario. Das Einzige mit Bowser ist mit dem Motorrad nicht so schwer mit, wie mit dem Kart. Ich könnte viel leichter an diese Abkürzungen da kommen, die da überall sind. Ich denke die ganze Zeit, dass jemand hinter mir, aber das sind diese Scheiger, die da was machen. Let's go, let's go. Obwohl, das hört sich ein bisschen eher an wie Waluigi. Nein, hier einmal rechts, dann links, dann rechts, dann Mitte und da kommt keins mehr. Na, da oben komme ich jetzt nicht mehr dran. Das muss ich, wow, gleich mal probieren. Schön die Kurve eng fahren, wunderbar, auch wenn von hinten Mario versucht, die ganze Zeit Bananenschalen vorzuwerfen. Das lasse ich natürlich nicht zu, das ist eng. Ah, der hat eine Piranha-Pflanze, das gibt's doch gar nicht. Der kriegt doch tatsächlich als Zweiter eine Piranha-Pflanze oder so. Ich muss vor Mario, Luigi. Du kannst mich hier nicht einfach wegdrücken. Oh, jetzt muss ich mich echt beeilen. So, wir haben es zumindest geschafft hier oben hin. Ja, toll. Das hat mich mehr Laster gekostet als alles anderes. Komm, ein Riesen-Item brauche ich jetzt. Nein, ich schaff's nicht. Doch. Geh weg, 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 weg. Nein, ich hoffe, nein. Das ist der Abstand zu gering. Ah, ich habe keine 3 aufgeholt auf Mario. Das gibt's nicht. Ich bin auch nur Zweiter geworden. Zum ersten Mal in einem Let's Play bin ich nur Zweiter geworden. Ah, das regt mich jetzt auf. Tierisch auf. Ich nehme nie wieder dieses bescheuerte Kart, ey. Ja, Highlights will ich gar nicht sehen. Gib mir den Silberpokal, komm. Noch nicht mal einen Stern, ich weiß. Aber wir haben 1000 Münzen. Das heißt, wir haben nochmal ein Fahrzeugteil freigeschaltet. Aber Mann, wie viele Fahrzeugteile gibt es hier eigentlich? Ja, das ist die Frage, die wir uns noch beantworten werden können. Im Verlauf dieses Let's Plays, definitiv. Wir werden hier aber erstmal einen Cut ansetzen und diesen Part beenden, auch wenn wir nur Silber geschafft haben. Aber ja, tut mir leid, geht nicht anders. Ich werde das definitiv noch nachholen.
Und da, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von Mario Kart 8. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin.